Heute möchte ich Ihnen alles rund um die neuen Module TQMA93XXLA und TQMA93XXCA mit IDOTMX93 und IDOTMX91 CPU von NXP vorstellen. Alles, was Sie darüber wissen müssen, erfahren Sie in dieser Folge Backstage bei TQ Embedded mit Konrad Zöpf. Das neue Modul basiert auf der neuen Generation der IDOTMX93 und IDOTMX91 Prozessorfamilie. Mit der neuen CPU-Generation bietet NXP eine neue, preisgünstige, aber auch skalierbare Plattform als Erweiterung zu der bereits bewährten IDOTMX6 Ultralight CPU-Familie. Die Prozessoren basieren auf der Cortex A55 Core-Technologie und bieten ein hohes Maß an Integration, zum Beispiel Highspeed-Schnittstellen, verbesserte Security-Funktionen und eine MPU-Hardware-Unterstützung für künstliche Intelligenz. Als Erweiterung wurde ein Cortex M33 Coprozessor in die CPU integriert. Die IDOTMX93 und IDOTMX91 CPU-Generation bildet damit die Brücke zwischen derzeitigen kostengünstigen Applikationsprozessoren und ergänzt somit das Produktportfolio von TQ mit einem sehr energieeffizienten und preiswerten Embedded-Modul, das auch gegenüber des bisherigen Designs skalierbar ist. Die größte Herausforderung während der Entwicklung war die Eigenheit des Alpha-Programms an sich. Das heißt, dass nicht alle Informationen von Anfang an zur Verfügung standen, sondern erst während der Projektlaufzeit von NXP bereitgestellt wurden. Die Herausforderungen an dieser Stelle waren, dass die Verlässlichkeit der Informationen zu Beginn nicht immer so hoch ist, wie man es bei finalen Produkten kennt. Das bedeutet, dass sich Eigenschaften von Seiten NXP noch von Woche zu Woche ändern können. Trotz eines sportlichen Terminplans waren wir in der Lage, ein voll funktionsfähiges Modul zu designen. Aus meiner Sicht haben wir diese Herausforderung im Projektteam durch regelmäßige, schnelle Abstimmungsrunden und kurze Wege am Standort sehr gut gemeistert und konnten so kritische Termine im Terminplan einhalten. Herausfordernd bei der Entwicklung des MBA93, insbesondere bei der Single-Board-Computer-Variante, war die hohe Funktionalität auf kleinem Raum. Zum Umfang des Baseboards gehören neben bewährten Standardschnittstellen aus dem industriellen Umfeld auch zukunftsorientierte Interfaces wie Wi-Fi, Bluetooth und Mobilfunk für Internet of Things-Anwendungen, was für mich dabei ein sehr interessantes Feld dargestellt hat. Besonders haben wir bei der Entwicklung auf Industrietauglichkeit geachtet, das heißt die Auswahl von Bauteilen für entsprechende Temperaturbereiche, ein robustes Schaltungsdesign und der Einsatz notwendiger ESD-Komponenten gegen Überspannung an den einzelnen Schnittstellen. Nur durch den agilen Entwicklungsprozess und den sehr guten Abstimmungen aller Beteiligten im gesamten Team ist es uns gelungen, das Baseboard letztendlich pünktlich vor einem bevorstehenden Messetermin fertigzustellen. Das Privileg, Teil des Alpha-Programms zu sein und die Dynamik im Projekt haben mir während der Entwicklung viel Freude bereitet.